Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zu Shadowrun Returns. Wir sind unter der Bar im Geheimversteck. Okay, Coyote haben wir in der letzten Folge gerettet. An unserer Seite war Paco, ihr Freund. Weil Coyote scheinbar Sam ziemlich gut leiden konnte. Und ja, schauen wir mal, ob wir dann von Coyote mehr Informationen bekommen. Ich möchte aber vorher jetzt noch mit Dr. Sarah Castle plaudern. Vielleicht ist da ja noch irgendwas offen. Und der Shadowrunner beschreibt der Begriff Doktor alles Mögliche. Alle möglichen Knochensäger, die gerade so mit Nadel und Faden umgehen können. Doch die medizinischen Sachverständige der Union könnte nicht weniger mit diesen üblichen Gestalten gemein haben. Der Unterschlupf bietet eine vollständig ausgerüstete medizinische Einrichtung, inklusive schamanistischer Fetische. Das Beste, was die Medizin der sechsten Welt zu bieten hat. Dr. Sarah Castle. Die Ärztin selbst gehört eher zur unauffälligen Sorte. Vielleicht würde sie sogar gänzlich unbemerkt bleiben, wenn da nicht der kleine Geist auf ihrer Schulter säße. Free Spirit. Die Augen des Geistes folgen dir unentwegt. Auch wenn die Ärztin selbst tief in ihren Akten versunken zu sein scheint. Sie blickt jedoch lange genug auf, um den Kommen zu bemerken. Ich bin Dr. Castle. Habe gehört, es ist dir zu verdanken, dass Coyote wieder bei uns ist. Dafür danke ich dir. So, was geben wir denn als Antwort? Und ich vermute, du bist diejenige, die sie wieder zusammengeflickt hat. Beeindruckende Arbeit. Finde ich eine blöde Antwort, weil wir standen ja dabei, als uns Dr. Castle hinausgebeten hat, nach dem Motto, die Operation muss jetzt stattfinden. Null schien. Ihren Arm hingegen wieder hinzubiegen, das war beeindruckend. Kein Problem, Doc. Das war ein ganz schönes Ding, dass du da mit ihrem Arm... Das finde ich cool. Was du da mit ihrem Arm angestellt hast. Was macht eine Ärztin von deinem Kaliber hier unten? Das ist ein ganz schön gewaltiges Lob für so einen einfachen Armwechsel. Besonders, da sie mich nicht ihr Gesicht flicken ließ. Sie bemerkt, wie du ihre Einrichtung beäugst. Du scheinst überrascht zu sein, eine vollständig eingerichtete Krankenstation im Keller einer heruntergekommenen Slumbar zu sehen. Das musst du gar nicht, es ist schließlich eine Shadowrunner-Kneipe. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf, ich war vorhin Mittagessen. Ich hatte Hunger. So, weiter geht's. Für einen Anbieter von Cyberware und Trauma-Kits gibt es keinen besseren Ort, um eine Praxis einzurichten. Ich versorge Runner, installiere und warte ihre Cyberware und verkaufe ihnen medizinisches Bedarfsmaterial für ihre Runs. Ich bin vielleicht nicht ganz so flexibel wie Doc Wagon, aber ich bin auf jeden Fall das nächstbeste, was es gibt. Kann ich dir mit irgendetwas helfen? Ja, also über Trauma-Kits wollen wir jetzt eigentlich nicht wirklich mehr erfahren, glaube ich. Medizinische Güter, wir haben zwei Erste-Hilfe-Kästen. Ich hoffe, das reicht vorerst mal. Entschuldigung. Was für eine Cyberware hast du denn anzubieten? Ich möchte mit Updates für Chrysalia jetzt noch ein bisschen abwarten. Schamanistische Fetische, was ist das auf deiner Schulter? Vergiss es. Okay. War ein kurzes Gespräch. Hey Paco. Okay, mit Paco wollen wir nicht reden, aber wir wollen jetzt endlich mal mit Coyote reden. Mal sehen, ob sie uns mehr über Sam erzählen kann. Coyote sieht gleichzeitig besser und schlechter aus als das letzte Mal, dass du sie gesehen hast. Alle ihre Wunden wurden behandelt und sie verfügt über einen glänzenden neuen Cyberarm. Doch jetzt, wo das Adrenalin nachgelassen hat, fällt dir auf, wie erschöpft sie wirklich ist. Guten Morgen. Dank dem Wunder der modernen Medizin und Doc Castles magischen Heilkräften bin ich wieder so fit wie eh und je. Besser sogar. Können wir uns ein paar Minuten unterhalten, Coyote, über Sam? Oder machen wir ihr zuerst ein Kompliment? Schicker. Coyote wirkt aufrichtig betrübt. Hör mal, wegen Sam. Ja? Leider überrascht es mich nicht wirklich, dass er tot ist. Er befand sich schon lange auf dem absteigenden Ast. Was möchtest du von mir wissen? Erzähl mir von Sam, ich habe gehört, du mochtest ihn. Das stimmt, er hat mich zum Lachen gebracht. Niemand außer mir schien Sams Witze sonderlich zu mögen. Geschmäcker sind wohl verschieden, Sam hat immer echt üble Witze gerissen. Nicht so lange er nüchtern war. Er war echt in Ordnung und witzig. Ich schätze, ich kannte ihn wohl am besten von allen in der Union. Es tut mir leid, dass er tot ist. Du hast Sam in der Nacht, in der er starb, bedient. Kannst du dich an irgendetwas Bestimmtes erinnern?
War eine recht gewöhnliche Nacht mit den üblichen Leuten. Soweit ich mich erinnere, Sam hat mit einem Kerl namens Armitage getrunken. Jake Armitage? Ja, kennst du ihn? Hab ihn getroffen, er ist auch so ein Charmeur. Sie beißt sich auf die Lippe. Ich stehe auf Rotschöpfe. Jedenfalls haben Jake und Sam ein paar Bierchen getrunken. Naja, Jake hat ein paar Bierchen getrunken. Sam hat sich fachmännisch besoffen. Irgendwann begann er laut zu werden. Das kam schon mal vor, wenn er Alkohol mit weiß Gott was vermischte. Jedenfalls wollte Mr. Kubota ihn rauswerfen. Mr. Klube war gerade nicht da. Ich weiß nicht mehr genau warum. Also bat sie Jake, Sam rauszubringen. Jake hat ihn aus der Hintertür in die Gasse geschleift. Und das ist das Letzte, was ich von Sam gesehen habe. Du hast gesagt, er wurde laut. Erinnerst du dich daran, was er gesagt hat? Sie denkt nach. Ach, der übliche Sam Drake. Über seine reiche Kindheit und wie er diese Erde nicht verdient hatte, dass er seine Mutter hasste, dass er seine Mutter liebte. Er war schon ziemlich armselig. Naja gut, Sam war ein Shadowrunner, also die Frage, hatte Sam irgendwelche Feinde, bringt uns, glaube ich, im Kreis. Wo hat Sam gelebt, würde mich mehr interessieren. Meistens auf der Straße. Hin und wieder gelang es ihm, jemanden zu überreden, auf seiner Couch zu schlafen. Aber er trieb es gerne mal zu weit und war nach ein paar Tagen wieder auf der Straße. Manchmal habe ich ihn hier und hier runtergeschmuggelt, damit er sich auf einem der Betten ausschlafen konnte. Die Nacht vor seinem Tod hat er hier geschlafen. Na gut, dann fragen wir mal, hat er irgendwelche Feinde? Feinde? Schwer zu sagen. Sam hat am Limit gefeiert und wenn er dabei war, hat er auch sein Maul recht weit aufgerissen. Hat die ein oder andere Tracht Prügel dafür eingesteckt. Aber nein, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Feinde hatte. Zumindest keine, von denen ich weiß. Wie schlimm war seine Sauferei? Oh, wenn er nur gesoffen hätte, wäre es nicht so übel gewesen. Aber Sam war nicht der monogame Typ. Er hatte es mit allen versucht. Schnaps, Chips, Drogen. Er war ein großer Fan von Nitro, was auch immer er in die Finger gekriegt hat. Er war nicht immer so, aber als er krank wurde, begann er mehr und mehr von diesem Zeug zu benutzen, um sein Leben zu vergessen. Sam war krank? Todkrank. Wusstest du das nicht? Alle haben es bemerkt. Du musstest ihn dir nur ansehen und wusstest, dass er eine wandelnde Leiche war. Er muss an der Sauferei gelegen haben. Es muss an der Sauferei gelegen haben. Dann ist er eine Weile verschwunden und kam irgendwann in einem deutlich besseren Zustand zurück. Er sah richtig gesund aus. Okay, das ist aber diese arme, ich weiß nicht wie sie hieß, die Arbeiterin die Angestellte vom Stuffer Shack, die wir tot in der Gasse gefunden haben. Die hatte schlechte Augen und bekam dann von einem unbekannten Spender oder Spenderin Cyberware-Augen und kurz danach war sie tot. Sam war scheinbar todkrank, ist dann eine Weile verschwunden und kam dann in deutlich besserem Zustand zurück. Also ich weiß nicht, ob das nicht doch eine direkte Verbindung ist. Er war plötzlich wieder gesund, einfach so. Er hat gesagt, seine Mutter hätte ihm geholfen, nur hat er nie genau gesagt, wie. Danke, Coyote. Jetzt brauche ich aber einen Gefallen von euch beiden. Was willst du, Babe? Ihr müsst mit Mr. Delilah über den Run am Royal sprechen. Er ist für gewöhnlich oben in der Bar. Sag ihm, dass ich die Edelsteine nicht gefunden habe. Vielleicht können wir es mal versuchen, wenn es mir besser geht. Das werde ich. Wobei, wir haben die Edelsteine gefunden. Ah, guck. Die Koje ist unordentlich und stinkt nach Schnaps. Du durchsuchst die Bettwäsche, Decken und Kissen und findest ein altes Foto, das schon ziemlich abgegriffen ist. Sieh das Bild auf dem Foto an. Das Bild zeigt einen blonden Jungen und ein Mädchen, beide ungefähr 14 Jahre alt, die auf einem Kai am Rande eines Sees sitzen. Sie scheinen Zwillinge zu sein. Der Junge hat seinen Arm um die Schultern des Mädchens gelegt und grinst in die Kamera. Das Mädchen gibt ihm einen Schmatzer auf die Wange und hält ihm gleichzeitig hinter seinem Kopf ihre Finger als Hasenohren hin. So, das haben wir schon. Der Rückseite des Fotos. In der Handschrift einer Frau sind die folgenden Worte zu lesen. Sam und Jessica. Nationalpark Lake Shamamish. Schwieriger Name, indianischer Name. Sommer 2040. Das nehmen wir doch gleich mit, das Foto. Ist das Sams Schwester, Zwillingsschwester? Nehme ich mal an. Okay, cool. Ausrüstung im Vorrat. Ich glaube, die haben wir letztens schon gesehen, aber die wir haben, ist besser. Also werden wir das so beibehalten.
Foto von Sam hinzugefügt. Schauen wir mal, was wir da jetzt an Missionen haben. Dum, dum, dum. Optional, bringe die Edelsteine zu Mr. Delilah und kehre zu Coyote zurück. Naja gut, Coyote wollte ja eigentlich, dass wir Delilah sagen, hey hallo, wir haben die Steine nicht gefunden. Aber schauen wir mal, Ziel abgeschlossen, kehre zu Coyote zurück. Du bist zurück. Ich denke, sie werden bald die Spiele-Highlights der Wolves zeigen. Willst du mal kurz die Füße hochlegen und sie mit mir zusammen anschauen? Kennst du jemanden namens Jessica? Nein, wieso? Das ist der Name von Sams Schwester. Jessica Watts, ja, er hat sie einmal erwähnt, aber es klang nicht so, als ob sie sich besonders gut verstanden hätten. Ui, da ist unser bestechlicher Kopf wieder. Dein Comlink piept und auf dem Bildschirm ist das lächelnde Gesicht von Officer Aquia zu sehen. Da er so fröhlich dreinblickt, geht es vermutlich um Geld. Sind alle Cops, die sich schmieren lassen, so glücklich wie sie? Oh na, sind wir lieber neutral. Officer Aquia, was für eine Freude, von Ihnen zu hören. Ja, ja, wir sind beste Freunde. Wir sollten mal zusammen tanzen gehen. Hör zu, es gab einen weiteren Mord des Rippers. Das Opfer arbeitet bei der NTSB-Untersuchungseinrichtung unten bei den Docks. Du schuldest mir was für diese Info. Schreiben Sie auf meinen Deckel. Sind Sie gerade dort? Dann erscheinen hier besser schnell, bevor McCluskey auftaucht. Zwar nicht unbedingt die passende Antwort auf meine Frage, aber ich schätze mal, ja, er ist gerade dort. Das Bild auf dem PDA verschwindet, als er auflegt. Coyote. Noch ein Ripper-Mord? Wo? Die Docks, ich muss los. Okay, hör zu, ich will helfen. Du hast mich vorhin aus den Royals gezogen. Etwas Schlimmes ist passiert. Schlimmer als meinen Arm zu verlieren und Sam war mein Freund. Du machst dich auf zu den Docks und ich vermute, Sams Schwester Jessica aufzuspüren. Vielleicht kann sie uns helfen. Danke, ich weiß die Hilfe zu schätzen. Na gut. Nimm ein Taxi zur NSDB-Lagerhalle. Jetzt ist halt die Frage, ob wir mit diesem Mr. Delilah reden wollen. Das wäre ja optional. Machen wir das mal. Ist auch so ein Sympathieträger, der Typ irgendwie. Mr. Delilah ist klein und tough, trägt ein Schrotgewehr ohne Seriennummer auf dem Rücken und eine kugelsichere Weste unter seinem Trenchcoat. Er wirkt wie jemand, der die richtigen Leute kennt, um Sachen zu erledigen und sie zur Not auch selbst erledigt. Er könnte ein Ex-Runner sein, einer der dieser seltenen Fälle, der den Sprung ins Management geschafft hat, als er merkte, dass seine Reflexe nachlassen. Was willst du? Mr. Delilah, wir müssen über Geschäftliches sprechen. Geschäftliches? Ich habe mit dir nichts am Hut. Coyote schickt uns. Bei der Erwähnung des Namens Coyotes hast du plötzlich seine gesamte Aufmerksamkeit. Warum sagst du das nicht gleich? Coyote ist spät dran und mein Klient wird langsam nervös. Wo ist sie? Unten. Sie probiert gerade einen neuen Arm an. Ihr Auftrag ging für sie nicht so gut aus. Ernsthaft? Naja, was auch immer. Sie ist ja tough, sie packt das schon. Und wer seid ihr beiden Vögel? Chrysalia. Und das da ist Paco. Der Knaller. Wo wir uns jetzt alle kennen, lassen wir eine Steine rüberwachsen. So, und jetzt hat Coyote ja gesagt, wir sollen ihm sagen, wir haben sie nicht und wir versuchen es ein anderes Mal. So, gib ihm alle Steine. Behalte den wertvollsten Stein und gib ihm den Rest. Behalte den mit Runen verzierten Kieselstein und gib ihm den Rest. Was machen wir jetzt? Eigentlich hätten wir da gar nichts machen sollen, aber ich kann da jetzt nicht mehr raus. Na gut, dann machen wir es so, wir behalten den wertvollsten Stein. Oder geben wir ihm alle Steine? Nein, wir behalten den mit den Runen. Ich glaube, dass der am wertvollsten ist. Ich weiß es nicht. Ich behalte den mit den Runen. Mit einem Mal hat er eine Juwelierlupe vor dem Auge und schaut sich in schneller Reihenfolge die anscheinend wertvollen Steine an. Dann stockt er. Er blickt dich finster an, voller Wut, und schmeißt dir die Steine ins Gesicht. Er ist nicht dabei. Was? Er atmet aus und schüttelt den Kopf, während er mit dir spricht.
Lass mich dir mal erklären, wie das hier funktioniert. Ich heuer jemand an, damit er einen Job für mich erledigt und das tut er dann. Dann kommt es zur Bezahlung und jeder geht glücklich seine Wege. Jetzt scheint es mir so, dass du etwas hast, das Coyote für mich besorgen sollte. Das heißt, es gehört mir. Rück also den Kieselstein raus und wir müssen Johnny Clean nicht bemühen, hier sauber zu machen. Hohoho, jetzt sind wir mittendrin im Verhandeln. Ein paar Details zu dem Kieselstein könnten mein Gedächtnis vielleicht auf die Sprünge helfen. Ich will das Doppelte, dann gehört der Stein dir. Noch ein anderer Stein, eine Art Kiesel, mit irgendwelchen Buchstaben drauf, habe ich glatt vergessen. Hier bitte. Nein, ich will das Doppelte, dann kannst du ihn haben. Verdoppeln? Was ich dem Moment schulde? Abgemacht, her damit. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so gut war für uns. Coyote hat es euch vielleicht nicht mitgeteilt, aber für verspätete Lieferungen zahle ich nicht. Aber ich fühle mich heute spendierfreudig, deswegen dürft ihr die Steine behalten, die ich dir in deine blöde Fresse geschleudert habe. Mr. Delilah schaut dich von oben bis unten an, mustert dich eingehend, lächelt in sich hinein. Pass auf, du siehst aus wie die Art Frau, die später mal eine eigene Crew haben könnte. Brauchst du vielleicht noch ein paar Talente? Wenn es soweit ist, komm zu mir, ich habe die richtigen Connections. Er wedelt abweisend mit der Hand, um anzudeuten, dass das Gespräch für ihn damit beendet ist. Paco, sieht aus, als hättest du ihn beeindruckt. Ich kenne einen Hehler für diese Steine. Van Gras, komm mit. Na dann, folgen wir mal Paco. Ich habe irgendwie den Eindruck, das haben wir jetzt so richtig schön verkackt. Ah, das ist der Typ. Van Gras, naja dann. Van Gras fummelt an seinem Cyberauge herum, während er auf seinem PDA eintippt. Du bist wieder da? Bin immer noch beschäftigt. Was willst du? Ja, Charisma 3, sind wir aber leider nicht gut genug. Also die Antwort können wir nicht geben. Wir hätten ein paar hübsche Dinge zu verkaufen, willst du sie sehen? Ich habe Gefallen an hübschen Dingen, zeig sie mir. Du hörst das Surren der Servoregler in Van Gras Cyberauge, als eine Vergrößerungslinse eingelegt wird. Er betrachtet die Steine etwa 2 Sekunden lang. Umf. Hast du diesen Dreck etwa aus dem Kaugummiautomaten gezogen? Von mir kriegst du höchstens 1000 Yen dafür. Oh, schade. Hm. 1000 ist jetzt nicht wirklich sehr viel. Ich überleg's mir. Ich muss ja nicht gleich Kohle machen. Vielleicht finden wir ja noch jemanden, der uns mehr bietet. Aber ich würde sagen, wir setzen uns ins Taxi. Und... ja, untersuchen in der nächsten Folge den nächsten Fall des Rippers. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.